Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Videotutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge soll es um Powerbeans gehen und was man damit alles anstellen kann, respektive wozu die da sind. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, Powerbins sind Power-Ordner, wie der Name schon sagt. Ordner, in denen ich Sachen reinziehen kann, die ich immer wieder in meinen Projekten verwenden kann. Nicht zu verwechseln mit Smartbins. Smartbins hier, das sind solche Ordner, die ich zum Beispiel für Videoclips oder für verschiedene Sachen hier verwenden kann. Hier zum Beispiel Videoclips oder Dialog. Smartbins ist nicht das gleiche wie Powerbins. Powerbins kommen in allen Ordnern vor. Und wo finde ich diese Powerbins? Nun, zum einen muss ich sie zuerst mal hier aktivieren, und zwar indem ich hier den Media Pool aktiviert habe und dann hier oben auf diese drei Punkte klicke. Dann habe ich hier Show Smartbins und Show Powerbins. Jetzt haben wir hier oben auch noch die Powerbins. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel irgendwas reinziehen. Ich kann hier zum Beispiel sagen, ich will einen New Bin machen und dann sagen hier will ich meine Musik reinhaben, die ich immer wieder haben will. Meine Musik. Und dann kann ich hier importieren. Import Media. Und dann kann ich hier suchen, wo ich meine Videos habe, respektive wo ich meine Folgen hier habe. Zum Beispiel hier kann ich die Stockvideos oder wie gesagt Musik reinziehen. Ich suche mir mal hier eine Musik aus. Zum Beispiel hier. Ja, ich kann hier dann zum Beispiel hier meine Musik hier reinziehen, die ich immer wieder haben will. Ziehe das hier rein. Ja, open. So, und jetzt habe ich das hier im Ordner Musik drin, dann kann ich das immer wieder in meinen Projekten verwenden. Wenn ich jetzt hier nochmals einen New Bin mache im Master hier, kann ich den zum Beispiel Bilder, die ich immer wieder verwenden will, zum Beispiel dieses Bild von DaVinci Resolve, Import Media, dann schauen wir hier zum Beispiel dieses Bild hier, dann habe ich das auch drin. So kann ich hier Sachen reinziehen, die ich immer wieder verwenden möchte und die mir dann immer wieder in meinen neuen Projekten, wenn ich wieder ein neues Projekt öffne, stehen mir die hier wieder zur Verfügung. Hier habe ich dann im Smartbin-Ordner, kann ich mir die Videos organisieren, die ich einzeln für dieses eine Projekt benötige. Und hier bei den Powerbins kann ich mir Sachen reinziehen, Effekte, Übergänge, Musik, Bilder oder Intros, die ich dann immer wieder verwenden kann. Wie gesagt, hier oben aktivieren über die drei Punkte und dann habt ihr es hier drin und dann könnt ihr euch hier in den Powerbins organisieren und habt immer diese Sachen, die ihr immer für eure Projekte braucht, schön sauber zugeordnet. Ja Leute, ich hoffe, euch hat dieses kurze Quick-Tip-Video-Tutorial gefallen und weitergeholfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr sicher kein weiteres Tutorial mehr und wir sehen uns auch garantiert wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, seid kreativ und bis bald. Tschüss!